Moin Leute, mein Name ist Koi und hier gibt's mal wieder eine Liste mit guten Starterbuilds, um so geschmeidig wie möglich in die Scourge League zu gleiten. Normalerweise stelle ich hier immer Builds vor, zu denen ich selbst einen Guide habe, da sich dieses Mal aber zu viel ändert, einige Builds von mir schon etwas älter sind und ich leider nicht die Zeit habe, alle auf den neuesten Stand zu bringen, mische ich dieses Mal auch ein paar Builds anderer Content Creator mit rein. Das hat leider auch zur Folge, dass hier so die typischen Starterbuilds mit drin sind. Wenn ihr noch irgendwelche Geheimtipps an Starterbuilds habt, haut sie gern in die Kommentare. Generell würde ich auch Builds spielen, die mit einer guten Clear daherkommen, da wir in der League-Mechanik wohl vielen Gegnern gegenüberstehen müssen. Aber gute Clear haben eigentlich die meisten Builds. Fangen wir mal mit den zwei Builds an, deren Guides ich auch aktualisieren werde. Als erstes den Blutbogen-Gladiator, den ich Anfängern ans Herz legen möchte, nicht nur weil der Build selbst ganz gut ist, sondern weil ich auch ein riesen Konglomerat an Videos um diesen Build herum habe. Dazu zählt ein dreiteiliger Guide fürs Endgame, in dem ich euch Stück für Stück die Upgrades in der Ausrüstung zeige, als auch ein siebenstündiges Playthrough durch die Story zum mit mir zusammenspielen. Beim Blutbogen verschießen wir Pfeile, die die Gegner wenig überraschen. Zum Bluten bringen und somit physischen Schaden über Zeit machen. Wir nutzen zwei Skills, einen für die Monsterhorden und einen für Bosse. Im späteren Endgame, so ab den roten Maps, rüsten wir einen Helm aus, der unseren Bossschaden nochmal immens steigert. Leider sind die Bluten Masteries im passiven Baum ziemlich mies, sodass wir dort nicht allzu viel herausholen können. Außerdem funktioniert ein bestimmtes Juwel nicht mehr, das uns auch eine Menge Schaden gab. Ich habe das aber schon im Path of Building überprüft und der Schaden ist immer noch gut. Außerdem können wir jetzt später den Schaden über Zeit noch besser über Juwele und generelle Ausrüstung skalieren. Problematisch könnte auch etwas die Defensive werden, wenn die Gegner einmal zu nah rankommen. Allerdings hilft hier eventuell die Tatsache, dass wir jetzt nicht mehr so viel Rüstung oder Ausweichwert für eine gute Defensive brauchen. Der zweite Build, den ich aktualisieren werde, ist meine Zeichen des Untergangs Elementaristin. Ich habe diesen Build in 3.14 gespielt, also noch vor den heftigen Nerfs in 3.15. Trotzdem ist das noch ein guter Starter. Der Schaden im Endgame wird nicht so geil sein wie bei anderen Builds. Dafür hat man einen sehr entspannten Spielstil, gerade bei Bossen. Sobald unsere Skills einmal aktiviert sind, haben wir ein paar Sekunden Ruhe und können Bossangriffe ausweichen, Kaffee holen oder kurz telefonieren. Und währenddessen wird die ganze Zeit solider Schaden gemacht. Denn wir entzünden die Gegner für ein paar Sekunden, wodurch sie Feuerschaden über Zeit erleiden. Da die Skills in Path of Building noch nicht aktualisiert sind, konnte ich nicht nachprüfen, ob wir nun mehr oder weniger Schaden machen mit den Änderungen in 3.16. Mit den Zeichen des Untergangs können wir aber immer noch von Elementarüberladung profitieren. Aufgrund der Feuerübertragung ist die Clear auch super, da unsere Entzündungen direkt alles andere mit anfackeln und so sehr schnell der ganze Screen brennt. Wenn ihr später nicht mehr mit dem Zeichen des Untergangs spielen wollt, kann man auch auf Feuerball wechseln oder auf Entladung bzw. Discharge. Dazu habe ich selbst keinen Guide, aber der liebe Badger. Der Skill ist vielleicht für Anfänger etwas kompliziert und man braucht auch ein paar Items, damit das funktioniert. Die sollten aber nicht allzu teuer sein, je nachdem wie viele Leute diesen Build spielen. Link zum Guide von Badger in der Videobeschreibung. Jetzt kommt noch ein alter Klassiker, der toxische Regen. Ich habe zwar auch einen Guide zu diesem Skill, aber der ist noch als Trickster und irgendwie mag ich das nicht mehr. Die neueren Versionen spielen als Raider oder jetzt neu als Champion. Der Skill macht von Anfang bis Ende guten Schaden, auch wenn es ganz am Ende beim Boss-Schaden ohne Investment etwas mangeln kann. Bis es aber soweit ist, kommt ihr super schnell durch. Wenn ihr absolut nichts mit Englisch anfangen könnt, könnt ihr euch auch noch an meinen Guide orientieren. Das funktioniert auch immer noch gut, es gibt nur mittlerweile einfach bessere Alternativen. Für internationale Guides empfehle ich hier Big Ducks für die Raider-Variante und Asmodeus für die Champion-Idee. Jetzt kommt der Build, den wohl alle nächste League zum Starten nehmen werden. Wenn ihr also eine absolut sichere Bank braucht, spielt diesen Fallen-Build. Ihr seht hier im Hintergrund den Guide von Larkerhall, der auch unten verlinkt ist. Hier werden zwei Fallen genutzt, eine für Bosse und einen zum Clearen. Ich habe den Build selbst nie gespielt, aber der Schaden scheint mit absoluter Müllausrüstung überragend zu sein und die Clear dank des sich verketteten Tentakel-Würmer-Zeugs ebenso. Wer sich mit dem Fallenspielstil anfreunden kann, hat hier also den wohl besten Starterbild diese League. Und zu guter Letzt möchte ich nochmal die Verdammung rausholen. Bane als Okkultistin hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht und glaubt man Subtractem hier, scheint es wieder oder immer noch ein ziemlich guter Starter zu sein. Ich mag Bane mehr als diese Essence Drain Contagion Combo, zu der Sis natürlich auch wieder einen Guide macht, aber Bane fühlt sich für mich einfach besser an.
Mit Bane macht ihr Karlschaden über Zeit und verflucht gleichzeitig eure Gegner und habt obendrauf noch schöne Gegnerexplosionen. Der Bossschaden im Endgame könnte etwas besser sein oder braucht etwas mehr Investment, aber naja, das ist ja bei den meisten Builds so, es sei denn, man spielt Fallen. Ich selbst werde tatsächlich mit Minen spielen, weil ich irgendwie den Minenspielstil für mich entdeckt habe. Schocknova-Minen werden es sein und wenn die später nicht funktionieren, wechsle ich halt auf irgendwas anderes und wenn nichts funktioniert, spiele ich halt auch Fallen. So ist mein Plan. Was ist euer Plan? Wie gesagt, werde ich die ersten zwei Builds in der Liste updaten, sobald das alles möglich ist. Erste Path of Building Links packe ich euch schon mal mit rein. Aber wie gesagt, Path of Building ist noch nicht vollends geupdatet. Die geschriebenen Guides werden dann auch aktualisiert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen, damit euch auch meine weiteren Videos gefallen können. Schaut mal bei Twitch vorbei, um mit mir zusammen in die League zu starten. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video.